Pax Ultimus. Neues Video am Start, ja. Wir gehen sofort rein, denn wir brauchen Pax Ultimus, denn wir brauchen die gute, gesunde Arbeit. Wir brauchen den Frieden, ja. In einer Welt voller Katastrophen, in einer Welt voller Gefahren. So. Viele von euch haben mentale Probleme, sei es Depression, sei es anderweitige Probleme. Viele von euch gehen durch schwere Zeit durch. Und dann fragt man sich natürlich, wie komme ich da raus, beziehungsweise wie schaffe ich es, schwere Zeiten zu meistern auf dem Weg des Krieges? Da habe ich hier und da natürlich ein paar Antworten parat. Aber diese Antworten können dir nur helfen, wenn du bereit bist, durch die Tür zu gehen. Ich kann dir nur die Richtung zeigen, während du durch die Tür gehen musst. So, gehen wir ein bisschen über schwere Zeiten. Du brauchst schwere und gute Zeiten, um zu wachsen. Siege und Niederlagen machen dich zu einem guten Menschen, zu einem besseren Menschen. Machen dich zu einem wahren Mann, ne, sofern du ein Mann bist. Schwere Zeiten und gute Zeiten werden benötigt, sodass du als Mensch geformt und stärker herauskommst. Wenn du rübergehst in die chinesische Kultur, ne, das Yin und Yang ist eben bekannt. Yin, Yang, Gut, Böse, etc. Mann, Frau, Polarität. Du merkst, in der Natur gibt es überall Polarität, Gegensätze, die aber dazugehören. Du hast das Gute, du hast das Böse. Du hast das Böse im Guten und das Gute im Bösen. Diese Welt ist ein riesiger Fluss. Sprich, schwere Zeiten, depressive Phasen gehören dazu. Schwache Zeiten gehören dazu. Die schwachen Zeiten sind da, sodass du als Mensch, als Mann größer und stärker wirst. Sodass du als Mensch über dich hinaus wachsen kannst. Wenn es dir nur gut gehen würde, dann könntest du nicht lernen. Du kannst nur lernen zu laufen, wenn du bereit bist zu fallen. Auf dem Weg des Kriegers. Wie haben wir alle denn als Babys laufen gelernt? Wir sind gefallen. Also, wir haben uns nicht abgelenkt und Porn abgeguckt. Weißt du so? Viele von euch lenken sich ab, oder? Und gucken auf irgendwelchen Erotikseiten erotische Filme, Digga. Schau es dir an, Digga, wie sechs schwarze Bruder irgendwas machen. Du weißt ganz genau, Bro, du wirst niemals in die Situation kommen. Also komm runter, komm wieder zurück zum Fokus. Ich geh nicht in ein Videospiel rein. Wie lange willst du noch Klischee auf Kleinen spielen, Bruder? Wie lange willst du dich noch von den schwarzen Magier manipulieren lassen, Bro? Reicht doch mit Clash of Clans, Bro. Reicht doch mit World of Warcraft, Bro. Reicht doch. Mach mal deine PS5 aus. Eine der besten Sachen, die man für sich selber tun kann, ist die alten Weisen, die alten Gelehrten zu spielen. Sei es Religion oder Philosophie. Es ist wichtig zu verstehen, wie der Mensch aufgebaut ist. Eine der besten Hilfen ist die Philosophie des Stoizismus, habe ich immer und immer wieder erwähnt. Leute wie Zenon, Leute wie Marcus Aurelius, Leute wie Epiktet haben immer und immer wieder über das Thema gesprochen. Fokussiere dich nicht auf Dinge, die nicht in deinem Einflussbereich sind. Gewisse Dinge kannst du nicht kontrollieren. Diese Person ist gestorben. Das ist dort geschehen in dem Land. Diese Person hat nicht das gemacht, was du machen wolltest. Du fühlst dich nicht so gut. Gewisse Dinge kannst du nicht kontrollieren. Aber du kannst auf dich schauen. Lerne eine emotionale Unabhängigkeit zu erreichen. Zu verstehen, dass gewisse Dinge einfach nicht in deiner Hand sind. Realisiere aber, dass du sehr wohl Dinge verändern kannst. Du kannst dich selbst verändern. Diese Welt verändert sich nur, wenn du dich veränderst. Wenn du bereit bist, dich zu wandeln, zu wachsen, stärker zu werden, dann wirst du natürlich auch diese Welt um dich herum verändern. Langsam, geduldig, Stück für Stück. Stück für Stück. Wenn du einen kleinen Samen in die Erde hinein tust, wird der Samen nicht morgen ein Baum. Wenn du jetzt übergewichtig bist, 150 Kilo schwer bist, wirst du nicht morgen, weil du einmal im Gym warst, ein Sixpack haben. Harte, gesunde Arbeit über einen längeren Zeitraum macht dich zu einem besseren Menschen, macht dich zu einem stärkeren Mann. Das sind Dinge, die du realisieren musst. Du musst leiden und schwitzen, bluten sogar auf dem Weg. Nur so kannst du deine inneren Depressionen und Probleme und so weiter bewältigen. Es ist kein leichter Weg. Niemand sagt, dass du es morgen fertig hast. Wichtig ist nur, dass du verstehst, dass du hart arbeiten musst. Arbeite an dir. Geh ins Gym, geh ins Training. Es ist sogar wissenschaftlich belegt, dass wenn du regelmäßig trainieren gehst, dass das Training wie antidepressiver wird. Heißt, die gute, gesunde Arbeit kann dich retten. Triff dich mal mit Freunden. Falls du keine Freunde hast, versuch irgendwie Möglichkeiten aufzubauen,
Menschen kennenzulernen. Geh in Clubs, melde dich beim Sport an. Basketball, Fußball, Boxen. Überall gibt es Möglichkeiten, Menschen zu connecten. Denn was wir gelernt haben aus der Wissenschaft, der Kern des menschlichen Lebens ist die soziale Instanz, ist die soziale Zusammenkunft. Du brauchst andere Menschen, um zu leben. Nur so wirst du wirklich dich retten können. Wenn du an dir selber arbeitest, körperlich und geistig, lerne mehr über die Welt, lerne aus Erfahrungen von anderen, bilde dich, geh ins Training und versuch dich wirklich mit Menschen zu connecten, mit guten Menschen zu treffen und gemeinsam mit diesen Menschen ein stärkerer und besserer Mensch zu werden. Wie ich bereits sagte, um dir zu helfen, musst du wieder zurückkommen zu den alten Weisen, zu den alten Gelehrten. Nicht zurückkommen zum TikTok. TikTok. Ich mag Clips, wo Leute ihre Hose ausziehen. Das bist du. Du kommst von Arbeit zurück und bist auf TikTok unterwegs. Ganz cool. Ich möchte über Aristoteles sprechen. Aristoteles, der Meister von Alexander dem Großen. Ein Mann, welcher wirklich fleißig studiert werden muss. Aristoteles sprach über Feuer und Dicke. Wenn du wirklich Glückseligkeit erreichen möchtest, die Eudaimonia, wenn du wirklich glücklich sein möchtest, sprich, wenn du auch Depression, Stress oder so überwinden musst, brauchst du Tugend, du brauchst Werte, du brauchst die Mitte. Du musst in deinem Leben immer die Mitte anstreben. Die Mitte, der gesunde Weg zwischen Übertreiben und Mangel. Die Mitte ist immer die Antwort. 5 wichtige Werte aus deiner Lehre sind folgende: Tapferkeit, Disziplin, Großzügigkeit, Ehre und die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit. Das sind 5 Tugenden, die dich hundertprozentig zum besseren Mensch machen. Sei ein großzügiger Mensch, der teilen kann. Sei diszipliniert. Wenn du weißt, dass du Dinge tust, dann tu sie auch. Disziplin ist die größte Freiheit. Disziplin ist das größte Glück. Sei ein ehrlicher Mensch. Sei ehrlich zu dir selber. Wenn du Fehler hast, mach diese Fehler besser. Verbessere diese Fehler. Sorg dafür, immer mit dem Fokus zu leben, dass der Sieg entscheidend ist. Nur wenn du gewinnst, nur wenn du siegst, kommst du weiter nach vorne. Kannst du dich und andere Menschen retten. Sei ein Mensch mit Ehre. Hab Werte. Du bereit bist zu sterben. Du musst bereit sein, für das, was du willst, zu sterben. Sonst wirst du ein unwichtiger Mensch sein. Sonst wirst du ein Mensch sein, der sich nicht in den Spiegel schauen kann. Sei tapfer, sei mutig. Sei bereit, für das, was du willst, einzustehen. Sei bereit, für das, was du willst, zu kämpfen. Wenn du Frieden auf dieser Welt haben willst, Pax Ultimus. Wenn du wirklich Frieden haben willst, dann musst du bereit sein, zu kämpfen. Jemand, der nicht bereit ist, für seinen Frieden zu kämpfen, ist nicht mutig und hat den Frieden auch nicht verdient. Verstehst du? Diese Werte machen dich zu einem besseren Menschen. Diese Werte machen dich größer und stärker. Am Ende des Tages sind die Welt voller böser Aktivitäten. In einer Welt, die dich klein und schwach machen möchte, musst du bereit sein, aufzustehen und zu kämpfen. Du musst bereit sein, größer zu werden. Du musst bereit sein, alles zu geben auf dem Weg des Krieges. Ob Mann, Frau oder sonstiges. Jeder ist willkommen. Lass dich nicht verwirren. Lass dich nicht manipulieren. Geh weiter nach vorne. Geh den Weg des Kriegers. Arbeite an dir. Geh ins Gym. Bilde dich weiter. Körper und Geist aktuell bringen. Auch finanziell dafür sorgen, auf dem höchsten Level zu arbeiten. Sorg dafür, ein freier Mensch zu sein. Sorg dafür, ein Mensch zu sein, der seine innere Aufgabe erfüllen kann, die er von Gott oder generell von dieser Welt erhalten. Geh weiter nach vorne. Wenn niemand abgelenkt ist. Besiege die Ablenkung durch harte Arbeit. Durch harte, gesunde Arbeit. Pax Ultimus. Wer zum besten Menschen mal so liegt. Auch ganz wichtig, ich kam gerade vom Training. Aber das musst du wissen. Lass dich nicht von den 5 großen Drogen dieser Welt verschlingen. Social Media, Videospiele, dazu geht auch Spielsucht, ne? Casino und so Sachen. Zu viel dem anderen Geschlecht hinterherren, also nicht zu viel Erotik und so. Ich weiß selber, keine Erotikfilme, Bro. Unterhaltung, nicht zu viel Serien, nicht zu viel Filme gucken, oder? Weißt du, ich mag auch Anime, Bro. Aber nach Anime musst du ins Training gehen, weißt du? Und natürlich Drogen. Kokain, Fentanyl, Cannabis, weg davon, das lenkt dich nun ab auf dem Weg des Kriegers. Glaube an dich, denn Glaube kann Berge versetzen, verstehst du das? Ultimate, kommt und seid dabei, ihr werdet Ultimate.